Life's short. Spell it. Look at this 360 double bar spin. Yo Leute, was geht ab? Heute ist ein wunderschöner Dienstagmorgen. Ihr seht das Video jetzt wahrscheinlich am Mittwoch, also einen Tag später. Und ich bin an meinem Homespot auf der Dirtwies in Marienau und habe gerade noch, nee, nicht mal eine Solo-Session. Es sind vier Jungs aus Hamburg da. Da habe ich nicht gedacht, dass die heute da sind. Also ich muss nicht allein fahren. Max kommt dann später noch. Ich fahre einfach eine entspannte Runde auf dem Hardtail-Bike. Einfach ein paar Tricks machen, das gute Wetter genießen, das gute Herbstwetter. Und ihr könnt euch vielleicht dran erinnern, wo ich die Insta360-Kamera getestet habe. Und die Jungs von Insta360, die haben mich kontaktiert. Die haben ein neues Modell, und zwar die Insta360 One X. Das ist sozusagen die zweite Generation von deren 360-Grad-Kamera. Und die werde ich heute im Laufe der Session auch einfach mal ein bisschen testen und damit rumspielen. Die hat jetzt irgendwie noch eine bessere Bildstabilisierung, hat ein noch besseres Bild. Mit 5,7K und 30 Frames pro Sekunde kann man aufnehmen, oder mit 4K und sogar 50 Frames pro Sekunde. Mit der Einstellung werde ich jetzt gleich shooten. Und ich würde sagen, wir fahren uns einfach mal ein. Ich fahre die Trailline zum Einfahren und schnall mir gleich mal die Kamera auf, mach da eine Line, und als kleine Challenge, ich muss an jedem Sprung einen Trick machen, würde ich sagen. Und wie bei jeder herkömmlichen Actioncam, die geht hier oben auf diesen Pad, tschack, rein und dann an hier unten. Und wenn ich jetzt hier schon filmen wollte, dann drückt man hier oben einfach und dann ist Record. Let's send it. Nächste Runde, ich würde sagen, wieder auf dem Helm, auf der Slopestyle-Line, und wieder als Challenge, ich muss jedes Obstacle tricksen, sprich den Drop, den Boner-Lock und dann die zwei Sprünge. Und ich glaube, ich fange jetzt auch an mit Spins und mit Flips, und ich weiß es noch von damals, von dem Test von der ersten 360-Grad-Kamera, dass das richtig geil aussah. Schup. Ich check jetzt gleich mal die Footage, und zwar geht das wie folgt. Entweder wie bei jeder herkömmlichen Kamera verbindet man das Ganze über Wi-Fi. Ich habe jetzt aber hier das Kabel gewählt. Finde ich, geht für mich einfach schneller. Steck das Kabel rein hier ins Handy und jetzt bin ich in der App. Kann mir die Clips rüberziehen und kann jetzt, die Kamera arbeitet mit so einem Shoot First, Point Later Prinzip. Also es bedeutet, man nimmt erst ein Video auf und dann kann man diese Punkte in dem 360 Grad Video danach in der App setzen. Und das hat man, glaube ich, auch gesehen. Ich schneide das jetzt nochmal nebenbei rein. Immer wenn ich irgendeinen Trick mache, sieht man das so switchen, dass ich auf den Barspin fokussiert habe. Und dann, wenn ich einen 360 mache, habe ich wieder so oben drüber, sodass man da diese coole Draufsicht hat. Und dann bei dem Flip No Hand habe ich das so gemacht, damit man den Flip No Hand am besten sieht, wie ich den mache. Und das funktioniert einfach alles über die App. Da drückt man einfach auf den Screen und setzt dort seine Punkte, wo man die haben will. Was ich noch weiß, wo ich letzte Mal mit der Kamera geshootet habe, mit der alten, sah das über den Chesty echt geil aus. Deswegen schmeiße ich mir jetzt mal den Chesty ran und mache als Challenge einen, kein Dreier-Drop wie gerade, sondern einen Truck-Driver-Drop. Dann machen wir wieder einen Barspin. Ne, wir machen was anderes, weil es muss ja eine Challenge sein. Wir machen einen Suicide No Hand, dann machen wir einen Flip No Hand und dann machen wir einen Flip Whip am letzten mit dem Chesty. Ready? Okay. Stun it!
check jetzt gleich mal die Footage, aber weil ich vorhin erzählt habe, dass ich gedacht habe, ich fahre heute allein, aber jetzt sind doch ein paar Gäste da, das sind die Hamburger Jungs. Stellt euch mal vor. Jo, ich bin Melvin. Melvin? Bin Mika. Mika. David. David. Tamino. Und Tamino. Tamino hat gerade gefilmt. Ich schneide euch mal die Perspektive von der Seite rein. Und ihr habt es bestimmt im Titel schon gelesen, ich war mit der Insta360 ONE X auch in Schöneck fahren. Das schneide ich euch jetzt mal rein und dann sehen wir uns gleich hier wieder zum Dirtfahren. Die Jungs haben gerade schon gelacht, aber die haben mir noch das mitgeschickt und da kann ich, wunderschönes Korsett, yeah, übelst festziehen und dann schwebt die Kamera irgendwo dort hinten. Ich hoffe, das funktioniert, aber ich glaube, das könnte halt richtig geil aussehen. Probieren es mal aus. Merkst am Shredden. Achso, das kann ich sie nicht. Ihr drauf geschraubt. Ich hab die Bildschirm nicht. Und dann probieren wir es mal aus einfach. Jetzt? Ja, ne? Ja, jetzt. Okay. Also ich glaube, es sieht so aus, wie als würde das komplett behindern beim Fahren. Aber es hält einfach so ruhig und man ist hier so festgemacht. Es wackelt überhaupt nicht rum. Ich hoffe, der Shot sieht geil aus. Ihr habt den ja jetzt schon gesehen, aber ich ziehe mir den gleich mal rein. Aber wie gesagt, es war echt stabil und hat eigentlich gar nicht genervt. Und das Ganze hat auch kein Gewicht und die Kamera an sich wiegt auch nur 120 Gramm. Die kriegt man auch auf dem Helm so gut wie gar nicht mit. Max, fahren wir ein paar Trains! Ein paar Trains! Also wir haben gerade unten nochmal den Superman Seedcrab Shot gecheckt und der sah richtig geil aus, finde ich. Und jetzt guck ich mal, ja nee, eigentlich super sehr. Und jetzt fahren wir einen Train. Max verfolgt mich mal mit dem Gerät. Der Gerät. Okay. 3, 2, 1. Knallen jetzt Max nochmal den Chesty ran und dann machen wir Abschlussline für heute. Mit dem Chesty, mit der Insta360 ONE X. Max hinter mir und müssen wir aber schon noch einen drauflegen, oder? Auf jeden Fall. Müssen wir schon noch einen drauflegen. Aber es ist krass, wenn einer hinter dir fährt und du weißt, du, ja nicht verkacken, ja nicht verkacken.
Und du weißt doch manchmal nicht, wie nah er dran ist. Ich glaube, du warst schon relativ. Ja, ging schon. Also im Flip habe ich gemerkt, dass ich geflippt habe und du warst. Es war schon genug Abstand, aber. Okay. Easy. Life's short. Stand it. No way, Alter. Das muss das krasseste Video ever sein, Alter. Junge, ausgefahren. Alter, Falter, Coke 7 ist halt immer so ein Trick. Ich hab's gerade schon Max erzählt. Ich hab den gemacht und er hat sich so entspannt angefühlt, dass ich gedacht habe, ich unterdrehe, weil die Rotation so langsam war. Und dann habe ich mich nochmal aufgemacht. Man streckt sich dann so. Und dann habe ich so einen Ticken überdreht, was weiß ich, so 5 bis 10 Grad. Aber das reicht manchmal schon, um in der Landung wegzurutschen. Ich hatte aber gut Grip und habe mir gedacht, rutsch jetzt nicht weg, weil dann fährt Max voll in dich rein. Und dann bin ich zur Seite weggefahren und da steht ja aber direkt der Table da. Beziehungsweise der letzte Sprung von der Trailline da rechts. Und den, ich weiß gar nicht, ob man es im Video noch gesehen hat, aber den bin ich dann so hochgefahren und hab's gesaved. Aber das war ein richtig geiler Party-Train. Und ja, in dem Sinne, wenn ihr Bock habt, die Insta360 ONE X auszuchecken, unten ist der Link in der Beschreibung. Die ist ab jetzt, ab heute verfügbar, wurde released. Und also ich finde, die Aufnahmen sehen hammergeil aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. War mal wieder ein bisschen was anderes. Macht mir auch mal Spaß, immer mit solchen Sachen ein bisschen rumzuspielen. Und wenn die Shots geil wären, dann bin ich auch immer mehr als zufrieden. Und ich hoffe, euch haben die Shots auch gefallen. Danke an Max fürs Train fahren. Und die Hamburger Jungs fürs Film und fürs Anfeuern. Ja, bis zum nächsten Mal. Ach ja, beim nächsten Mal, am 16.10. droppt das Webvideo, was ich mit Tobi Sieg gefilmt habe. Ging einiges an Arbeit rein in das Projekt. Aber es wird richtig geil, kann ich euch jetzt schon sagen. Ich habe den Rohschnitt schon gesehen. Haut rein. Peace.